herzlich willkommen bei Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder was zum Thema, genau zu diesem Thema. Ihr ahnt es vielleicht schon, der eine oder andere ahnt schon, der Herr Triebenbacher, der Mr. T. hat was zu motzen. Herr Triebenbacher hat nichts zu motzen, sondern erklärt euch nur auf. Es ist nur reine Aufklärungsarbeit, sonst gar nichts. Ich will euch einfach retten, damit ihr nicht ins Verderben rennt. Ja, das mache ich schon seit 30 Jahren so. Es gibt zwar einige, die wollen das überhaupt nicht hören, aber mein Gott, man kann nicht alle erreichen, aber einen großen Anteil habe ich schon erreicht, habe schon viele Menschen dazu geführt, dass sie einen besseren Lifestyle haben, dass sie sich wohler fühlen, dass ihnen besser geht, dass sie richtig große Bäume rausreißen können. Yes, das habe ich schon. Und das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich da. Dafür habe ich mich für diesen Job entschlossen. Genau für diesen Job und für keinen anderen. Ja. Und jetzt? Auf was wartet ihr? Ich weiß, auf was ihr wartet. Es kommt sofort. Moment. Und zwar jetzt. Jetzt geht's ja los. Ihr kennt das alle, die Leute, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, denen man nicht sagen muss, du musst jetzt im neuen Jahr, in den ersten Wochen ist deine Chance, du kriegst 10% Rabatt, du kriegst auch noch einen Shaker umsonst geschenkt und du darfst auch umsonst unsere Sauna benutzen. Kommst in unser Studio und dann schönes Plakat, toll aufgemacht, Tag der offenen Tür, alles super organisiert und circa von den 100%, die an diesen Tagen in den ersten 2-3 Wochen nach Weihnachten ins Fitnessstudio gehen, da bleiben nach Fasching geht schon los. Nach Fasching ist schon los, da ist schon mal ein großer Anteil schon gar nicht mehr da. Warum? Weil sie nicht aus innerlichen Überzeugung sich im Fitnessstudio angemeldet haben, sondern weil sie ganz einfach, ich lasse jetzt klingeln, weil es ein wichtiges Thema ist, mir jetzt egal, ich kann zurückrufen, Rufnummeranzeige, yes, Rufnummeranzeige. Also, aufpassen, ihr seid nicht ins Studio, weil ihr überzeugt sein soll, was machen, sondern weil ihr auf Werbung reingefallen seid, auf geschicktes Marketing, ja. Und davon leben Fitnessstudios, genau, und zwar von den passiven Mitgliedern, die immer im neuen Jahr, Anfang des Jahres, sich überreden lassen. Und zwar durch ein schönes Plakat, durch schöne Menschen, die toll aussehen, die lachen auf dem Plakat, einen Shaker in der Hand haben, wo der Mann mit dem Sixpack neben dran steht und die Dame neben dran, ach, und die Dame so gut aussieht und alles so lecker aussieht und die Farben so toll und bunt sind. Dieser Tag der offenen Tür mit Luftballons und allem drum dann geschickt gemacht ist. Fallt ihr drauf rein? Ich wollte nur mitteilen, ich weiß nicht, teilen. Gehe ich gerade ganz kurz ran. Moment. Immer, bis dann. Tschüss. So, eine Live-Störung, ihr wart dabei. Also eine Kundin, die sich für ein Fitnessgerät entschlossen hat. Und zwar nicht am 1. oder 2., sondern sie jetzt schon besorgt hat, weil sie möchte schon vor Weihnachten Sport machen. Warum? Weil sie meinen Video gesehen hat, den kennt ihr auch. Wo war ich stecken geblieben? Also, stecken geblieben. Ihr wisst, auf was ich raus will. Wenn ihr wartet bis zum Anfang Januar, wenn es einen Tag der offenen Tür gibt, im Fitnessstudio, die tollen Angebote, ja, 12 Monate trainieren und nur 9 Monate, 10 Monate bezahlen, dann noch ein Eiweißshake umsonst und noch eine Sauna umsonst, was auch immer. Ihr seid auf dem Holzweg, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil ihr nicht überzeugt seid. Ihr müsst selbst davon überzeugt sein. Wenn die Werbung euch überzeugt, eine Werbung kann nicht überzeugen, die kann gar nichts. Die kann euch nur das Geld aus der Hosentasche ziehen. Und that's all. Das war's, ihr Lieben. Also, bitte seid vernünftig. Wenn ihr was vornehmt, wenn ihr euch was im Kopf gesetzt habt, dann muss es egal wann stattfinden, und zwar sofort. Dann auch am 2. Januar von mir aus. Aber nicht, weil ihr von der Werbung überzeugt seid, sondern weil ihr von eurem Vorhaben überzeugt seid. Weil ihr wisst, ihr wollt das machen. Es ist euer Bestreben, endlich was für euch zu tun. Ist egal, wie alt ihr seid. Ihr könnt 50, 60, 70 sein. Ihr könnt auch noch 25 sein. Es ist völlig wurscht. Wichtig ist, dass ihr was tut. Was ihr letztendlich tut, ist auch egal. Wichtig ist, dass ihr euch intensiv bewegt, dass ihr ein bisschen schwitzt. Und jetzt kommt's. Dass ihr eure Ernährung im Griff habt. Ja, und warum eure Ernährung? Auch darauf müsst ihr achten. Und das ist das, was die Fitnessstudios in der Regel auch nicht machen. Ja, klar kriegt ihr einen Tipp, ihr dürft immer so viel Pizza essen, ihr dürft immer so stark Schokolade essen, das wisst ihr doch schon. So eine Beratung bringt doch eh nichts, sondern ihr müsst eure Ernährung umstellen. Warum? 7-mal die Woche, ihr habt 7 Tage pro Woche und erst in der Regel, wenn, ich hoffe doch, 3-mal pro Tag, das sind 21-mal die Möglichkeit, was Gutes, was Schlechtes für sie tun. Versus in der Regel 3-mal Sport, 60 bis 70 Maximum.
Also, wo ist die größere Baustelle im Essverhalten? Umstellen. So, und zwar sofort pronto. Und dann zum Thema Training. Habt ihr mir zugehört? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Ihr sollt nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen. Ihr sollt das Thema ernst nehmen und ab geht's ins Studio oder auf die Laufbahn oder auf euren Großtrainer. Und Sport muss Priorität haben. Das heißt, geht in einen Kalender und tragt euch ein, wann ihr Sport macht und verseht es mit einer hohen Priorität und schon läuft das Ganze. Also, Andreas Riedenbacher, Pörtner aus Karlsruhe, zum Thema: Lasst euch nicht von der Werbung verarschen. Nur wenn ihr überzeugt seid von dem, was ihr tut, ist es mit Erfolg gekrönt. Das war's. Ich bin mir ganz lieb und ganz brav. Das war nur eine Warnung, wie die Wettervorhersage. Nur eine Warnung vor was? Genau vor dem. Das war's schon, Andreas Riedenbacher, Pörtner aus Karlsruhe. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut. Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel. Viele von euch kennen mich als Personal Trainer Karlsruhe und noch mehr kennen mich als Mr. T. Schaut einfach regelmäßig rein in meinen YouTube-Channel und erhaltet bei mir die wichtigsten Infos und vor allem die ehrlichsten Infos vom ältesten und vom gereiftesten Personal Trainer. Und ganz wichtig, wehe, ihr abonniert nicht.